Wie mir? Ah, tut mir leid, Junge. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. Ich muss den jetzt erst aussprechen lassen. Ich habe gerade so ungefähr 2 Minuten lang seine Geschichte gehört, wollte anfangen. Dann hat er einfach weitergeredet, was ja sein Job leider ist, immer nur zu reden, reden, reden. Ja, ich hatte ja jetzt mein Habeas Corpus passiert Video rausgehauen. Es gab viel Gutes daran. Ich habe viele Sachen gehört. Ja, ich finde es gut, dass du so ein Video machst. Habe aber auch schlechte Sachen gehört. Wenn du so ein Video machst, musst du halt mehr reden. Weniger so wie jetzt. Deine Sätze so ausformulieren, wie zum Beispiel: ich gehe. Bla bla bla. Ist alles gleiche. Müsst aber übrigens nicht machen zum ersten Mal. In meinem Let's Play tue ich ja auch nicht so oft reden. Da mache ich jetzt sicher auch die Sätze ein bisschen lang, wenn ich überlegen muss, was ich tatsächlich spiele, sage und gleichzeitig noch mache. So, jetzt Kisten kaputt und das Gold holen. Und wenn ich ununterbrochen rede, finde ich es auch blöd. So, ewiges Gold haben wir. Dann geht's jetzt da hinten zu den Geistern. Wir wollen ja jetzt Nebenquests machen. Und eigentlich würde ich gerne diese Horden da besiegen, die sich da irgendwo versteckt haben, Unsinn machen und einfach eins auf die Nase haben wollen. Hier liegen irgendwelche Leichen, die mir was geben. Finde ich witzig, wie gruselig zugleich. Okay. Ist hier auf der Insel vielleicht schon was? Okay, neues Dock. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier hin. Da ist schon mal Gold. Da ist schon mal Gold. Wow. Die klingen bitter. Ja. Die Klingen werfen bitter. Oh, macht er nicht. Okay, klappt doch, an Aua. Aua, Aua, Aua. Autschi. Hab mich ja selbst dabei totgehauen fast. Okay, wie kriege ich das Gold jetzt auf? So schon mal nicht. Ja gut, das Gold muss ja dann auch irgendwo aufgehen. Ich dachte, da geht's durch, aber das sah nur so aus. War so eine Ritze. Die Ritze des Grauens. Oh, das ist ein Schiff. Oh, das sind ja auch Gegner. Bereit machen. Ich guck so schön auf das Schiff. Und in der Zeit kommt hier irgend so ein hässlicher Gegner, der noch Level 5 ist. Du kannst ruhig die Klingen aus. Hol, Junge. Oh. Hol sie, hol sie, hol sie. Ja, hol sie. Hey, der versteckt sich hinter. Ja, was soll ich machen, Junge? Ich hing hier fest und konnte mich nicht bewegen. Boah, da geht's schon wieder los. Ja, bei God of War ist es so, da habe ich kein Problem mit der Sprache. Da rege ich mich so oft auch auf, dass die Leute gesagt haben, das ist dein bestes Spiel, weil deine Mimik einfach komplett cool ist. Da ist es dann so, dass du eben nicht nur diesen einen monotonen Ton hast und sagst, okay, bla bla bla, wir spielen etc. pp., sondern eben dich auch sehr oft aufregst und das kommt gut an bei der Community. Ich würde mich gerne weniger aufregen, mehr gewinnen, aber okay. Langsam klappt das schon besser mit dem. Okay, das klappt gar nicht. Das klappt überhaupt nicht. Oh, ich liebe die Axt. Aber noch mehr liebe ich diese Dinge. Ja. Da ist ja noch einer. Der hat sich einfach nur versteckt. Wow. Alter, das gleiche wie eben.
Er macht seine Eiswand, schockiert mich, friert mich ein, etc. pp. Und der andere macht den letzten Schlag. Wollt ihr mich verarschen oder was? Das ist doch zum Kotzen, ist das. Los geht's. Nochmal. Diesmal machen wir's richtig. Oh. Ich finde die Attacke geil. Wenn sie jetzt eigentlich schlecht war. Hinten ist wieder dieser eine Typ. Ich habe ihn schon gesehen. Was? Der schießt da mit irgendwelchen Eis und macht mich down. Sogar der Ton ist schon kaputt. Also, bevor wir jetzt gegen den Fettner kämpfen, machen wir jetzt erstmal den Kleinen da hinten kaputt, weil der scheinbar mehr Nerven mich kostet wie der andere. Müsste ich eigentlich hier stehen? Dann müsste er hier stehen. Ich denke, was macht er nicht? Da ist er! Jawohl! Junge, mach was. Jetzt habe ich schon den anderen ausgeschaltet für dich, Junge. Was? Ich versuche... Ich habe L1 gedrückt und habe nach hinten ausgewichen. Was ist das? Doch Kacke. Wenn ich L1 auf Blocken drücke und ausweiche, dann sollte auch schon es funktionieren. Bin ich der Meinung. Aua. Okay, wahrscheinlich dann so wie eben nochmal vielleicht machen. Fand ich ganz gut, dass wir gleich ihn kaputt gemacht haben. Ja, Rage ist gut. Okay. Mit den Dingern mache ich ein bisschen Schaden. Schon mal mehr wie eben. Gar nicht so da rein, da will ich nicht rein. Ja. Ja, ja, ja! Jetzt ist er weg. Geht doch! Die erste Besatzung ist down. Ganz schön starke Mannschaft. Und er war für alle verantwortlich. Das ist eine Menge Verantwortung. Viel macht dir das Angst? Verantwortung. Oh, nein, ich glaube nicht. Ich meine, früher bestimmt. Aber jetzt nicht mehr so sehr. Und warum? Naja, hier zu sein, so geht's. Mit dir, gibt mir das Gefühl, erwachsen zu sein. Sehr schön, sehr schön. Was gibt's hier oben eigentlich? Da liegt etwas. Hacksilber.
ich jetzt wüsste, wie ich darüber komme. Da gibt's eine goldene Truhe. Hier gibt's noch was. Ja, Vater. Hier gibt's voll viel. Da hinten ist ein Weltenriss. Ach du Scheiße. Und da ist eine Odins Auge. Ich sehe gerade das Ding herumfliegen. Da muss ich unbedingt auch noch hin. Ja gut, wie komme ich jetzt dahin, Leute? Da ist ein Tropfen. Wie viele Sachen gibt's hier denn? Ich komme hier nie. Ich bin hier fertig für mein Leben. Aber ich kann noch kein Gold schneiden. Außer wenn ich Explosionen machen kann. Wie komme ich da hoch eigentlich? Und was ist das hier denn jetzt schon wieder? Alter, ihr macht mich fertig. Man sieht etwas, versucht etwas zu holen und dann geht's direkt weiter. Hä, warum muss ich hier nicht hoch? Wofür ist das Teil, wenn man hier nicht hochkommt? Ich nehm's zurück. Wo bin ich denn jetzt schon? Dort ist eine Tür. Geht's noch höher? Alles durchdringen, Junge. Exklusive Griffe des Feuers. Geil. So, was machst du da? Kann ich hier was machen? Nö. Ah, ich komm doch hier rüber. Geil. Aber erstmal gucken. Nicht hin, Mann. Ich würde es gerne explodieren lassen. Explosions, Explosions. So, dann wieder zurück. Komme ich auch zu diesem Weltenriss? Wäre lustig. Eisenbucht. Alter, ich habe mich selbst getötet. Ja. Dieser Move bringt nur etwas, wenn man mehr Gesundheit hat. Mann, ey! Warum immer ich? Ja, so ist besser, ne? Ich bringe mich immer selbst in die Bredouille in diesem Spiel hier. Danke. Es hat sich einfach den Boden gebackt. Das Piraten. Okay. Und da ist nichts. Wie soll ich da in diese Truhe frei bekommen? Wolver, hinter dir! Ich hab was gehört. Aber wo? Oh je. Ein Wölfchen.
Alter! Jetzt rastet er komplett aus. Das, obwohl ich geblockt habe. Den Hinterweg, dann kommt man fast überall hin, wenn man sich nicht selbst umbringt dabei. Dann mal los. Oh nö! Ich bin fast tot, Leute. Du bewegst dich sehr langsam. Ruhe. Ich bin noch nicht so weit. Ja, das war das Feuer, ne? War aber wahrscheinlich die beste Lösung. Einfach sterben und nochmal machen. Hört sich scheiße an. Ist nicht das Gäste-Gameplay. Das beste Gameplay und... Aber ich finde es scheiße! Ich finde es scheiße, weil ich jetzt hier bin. Warum bin ich hier? An sich fand ich die Idee gut, aber nicht, wenn ich hier anfangen muss. So, richtig kacke. Ich liebe diese Attacke, aber manchmal kommt sie zu früh. Ja, aber wie kriege ich diese Tür da frei? Ich will diese Truhe, Mann. Gut, dann mal los. Und wie komme ich da auch hin? Wie komme ich hier hin? Meine Nase kratzen. Alles klar. Ja. Besser wie eben. Boah. Nicht schlecht. Reicht der Rage, erreicht gleich. Ein echter Berserker. Ohne zu sterben? Lächerlich war das. Lächerlich. Klappt das hier jetzt auch? Ah, von hier treffe ich's. Okay. Okay, Schwefel ist weg, jetzt komme ich hoch. Und da liegt was. Hacksilber. Das war jetzt alles für Hacksilber, Kacksilber. Ist klar. Noch mehr Hacksilber. Dann noch nicht mal richtig viel, sondern einfach nur so 400. Da unten geht's ja zum Boot, deshalb will ich jetzt erstmal hier oben lang. In der Hoffnung, es speichert dann hier auch. Oder ich speichere jetzt dann irgendwann mal selbst. Okay.
Ich dachte eigentlich, dass jetzt explodiert alles und geht hier weg. Stattdessen kommen jetzt hier kleine Wölfchen und das Gift geht gar nicht weg. Junge, alles gut? So. Die Frage ist aber, wie komme ich da durch? Vorsicht, Vater! Wow. Ist auch eine gute Methode. Weil da ist eine Rune, da will ich unbedingt rein. Da ist noch was. Okay. Hi, Spooky. Hi, Seeparkin. Nicht mein Gott. Sei still, Kopf! Kann losgehen. Ich hab's. Warum ist das Eck da hinten anders? Da liegt ja auch was drin. Kann man hier irgendwie das Ding anvisieren? Ja, kann ich. Was? Okay, ich weiß, was bringt. Aber ich kann es doch nicht machen, weil mir das eine da unten versperrt war, oder? Diesen Tropfen will ich auch. Bei diesen Dingern passiert nie etwas. Okay. Und diese Tür kann ich nur öffnen, wenn ich diese Dinger da drehe. Problem dabei ist, dass das eine hier vorne war, was ich nicht drehen kann. Da fehlt mir noch so eine Feuerstelle. Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich da hin? Hallo, bin wieder da. Da kann er da. Oh, jetzt kommt es. Da kommen sie langsam an. Ah, Alter. Feuer vergessen, dann willst du mich komplett verarschen. Alter! Ja, danke. Boah, Alter. Alter. Die Besten übernehmen die Verantwortung für sie. Merkt ihr das? Bruder! Vater!
Die sind schon knackig. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich fange wieder hier unten, da oben in der Eisenbucht ein. Ich dachte jetzt wirklich, Leute, ich wäre ausgerastet. Hier, Junge. Ja. Noch eine Karte, super. Ja, noch eine Karte. Der Ort von Schriftrolle. Ich lasse das Elementar jetzt einfach mal in Ruhe. Das Feuerelementar, weil das mir zu stark war. Wahrscheinlich würde ich es irgendwann besiegen. Was war das? Hacksilber. Okay, jetzt bin ich endlich hier. Warst du jemals ein Anführer? Ich. Vor vielen Jahren. Ja. In dieser Folge bin ich häufig gestorben. Warst du ein guter Anführer? Das ist kompliziert. Hast du... Frag nicht weiter, Junge. Konzentrier dich auf unsere Aufgabe. Ruhen. Ja, Vater. Da ist noch mehr. Wow, unter Wasser war noch ein weiteres Schiffswrack. Vitalität. Heißt aber auch auf dieser Insel fehlt mir immer noch. Was kannst du mir über die Riesenfrau mit dem Bogen erzählen? Ihr Name war Skadi, Königin der Jagd. Ihr Vater hieß Thiassi, der die Gestalt jedes wilden Tiers annehmen konnte. Er lehrte Skadi, sie alle zu jagen. Aus Lasttierrippen machte sie sich ein zweites Paar Füße, sodass sie über den Schnee gleiten konnte und kein Tier sicher war. Sie wurde zu einer Jägerin ohnegleichen, besser als jeder Gott. Odin selbst wollte sie zur Braut nehmen. Er glaubte, sie würde ihm starke Söhne schenken. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Ich wurde in meinem Satz unterbrochen. So, noch eine Besatzung, dann habe ich das mit der Besatzung schon mal geschafft, aber die sind richtig schwer. Einer weg. Und da ist ein Weltenriss. Obwohl, die sind ja easy. Die waren ja jetzt gar nichts. Ich hoffe, der Kapitän ist jetzt zufrieden. Unwahrscheinlich. Es war ihm bestimmt, den Männern selbst Frieden zu bringen. Aber das hätte er niemals gekonnt. Das spielt keine Rolle für ihn. Unser Sieg wird ihn nur an sein Scheitern erinnern. Warum haben wir es dann getan? Weil wir die Besten sind, Junge. Die unsere Stärke testen wollen. Hier ist Feuerschal. Ein Symbol des Lichts, das alle Welten verbindet. Aber wozu diese seltsamen Runen? Jetzt, wo du es sagst. Nein. Nein. Warum? Alter, ich krieg die niemals down. Nee. Das könnt ihr vergessen, das könnt ihr vergessen, Leute. Selbst mit Blocken kriege ich sie nicht hin. Keine Chance, keine Chance. Scheiße, Mann. Ich dachte, ich schaff's. Also ich muss auf jeden Fall jetzt demnächst wieder... die Waffen verbessern und die Ausrüstung. Und zwar ganz schön, wenn ich gerade sehe, wie ich jetzt auf die Fresse gekriegt habe hier. Holy shit, Leute.
leuchtet's. Also das schaffe ich auf jeden Fall noch lange nicht. Vielleicht Level 10. So, jetzt geben wir den Quest aber noch ab. Ja, ein paar Tode mehr als ich wollte. Aber im Grunde haben wir das ja geschafft, was ich vorhatte. Ich muss mal gucken, vielleicht schneide ich auch ein bisschen was raus. Kann ich noch nicht versprechen. Also dann, wo war? Okay, red wie weiter. Wie machte Odin persönlich Skadi, Königin der Jagd, den Hof. Doch sie verschmähte ihn. Und für diese Beleidigung schwor Odin Rache. Es wurde verkündet, dass die Asen ein Adler jagt, der die kostbaren goldenen Äpfel der Iden stiehlt. Nicht einmal der beste Bogenschütze unter den Göttern könnte ihn erlegen. Odin wusste, Skadi würde der Versuchung nicht widerstehen können, ihr Talent zu beweisen. Und sie ging auf die Jagd. Skadi spürte den Adler auf, wo nur sie über den Schnee gleiten konnte, und schoss einen ihrer unfehlbaren Pfeile ab. Als sie ihre Beute holen wollte, war dort kein Adler, sondern ihr eigener Vater, der arme Thiasi, von seiner eigenen Tochter getötet. Sie wurde von Trauer und Scham überwältigt, denn nichts ist dermaßen widernatürlich wie ein Kind, das seinen Vater tötet. Skadi ergab sich ihrem Schicksal, als der Winter seinen Mantel ausbreitete, ihren Vater im Arm so wie der Berg sie hielt, in ewig währender Umarmung. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Das stimmt. Wir haben sie ihnen Frieden gebracht. Verstehe. Dann habe ich also selbst den Tod versagt. Aber im Leben warst du ehrenhaft, willensstark. Und du hast sie zur Treue inspiriert. Das sind gute Eigenschaften. Habe ich recht, Junge? Ja. Ich konnte nicht glauben, wie viele Männer die gefolgt sind. Ich danke euch für eure Worte. Möge eure Reise ein erfreulicheres Ende finden als meine. Gefallen erledigt, gute Fracht. Du hattest recht. Er wirkte nicht besonders zufrieden. Man kommt wohl nie darüber weg, wenn man die verliert, die einem wichtig sind. Nie. So, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben den nächsten Gefallen erledigt. Nächste Folge machen wir noch einen Nebenquest, denke ich mal, weil ins Finale will ich noch nicht. Bis dann. Ciao.